Hi, heute räume ich meinen Kleiderschrank aus, zumindest diesen Teil hinter mir. Ich habe noch eine Kleiderstange, die steht hier, aber ich kenne mich. Wenn ich mir jetzt vornehmen würde, alle meine Klamotten auszusortieren, dann würde ich spätestens nach der Hälfte sagen, na klar ziehe ich das alles noch an, einfach weil ich zu faul bin, alles auszusortieren und mir tatsächlich Gedanken darüber zu machen, ob ich das noch anziehe oder nicht. Und würde dann wieder viel zu viel in den Schrank hängen. Deswegen teile ich mir das auf und wir fangen heute damit an. In dem Schrank sind Blusen, Kleider und Röcke drin. Der erste Schritt für mich ist jetzt erstmal alles rauszuschmeißen und dann zu sortieren. Das eine wird ein Stapel werden mit geht definitiv, bleibt definitiv und muss ich anprobieren. Wir machen jetzt einfach mal mit dem Zeug hier an. Also los. Im Schrank sah das irgendwie gar nicht so viel aus. Jetzt auf dem Haufen ist es doch irgendwie viel. Teil Nummer 1 ist ein Dirndl. No, freilich in Bayern, da hat man ein Dirndl im Schrank, gell? Für mich war das eher so ein Notfallkauf, weil ich ein Event hatte, wo ich ein Dirndl gebraucht habe und dann habe ich halt irgendeins gekauft. Ich weiß aber, dass es mir nicht richtig passt, weil ich nicht zu viel Holz vor der Hütten habe. Deswegen kann das gehen. Ja, mei, freilich, da kaufst du halt ein neues Kleid, gell? Was gescheit, was passt. Also, erstes Teil aussortiert. Hier, oh, das mag ich sehr gerne. Das trage ich auch sehr gerne. Das ist einfach so ein grünes, luftiges Kleid. Es hat Hosentaschen. Das bleibt definitiv, weil ich mag es sehr gerne. She's a Mona Lisa. Everyone's dining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's dining up to see. Das sind die Sachen, die definitiv bleiben. Das sind auf einer Seite hier die Kleider, die ich letztes Jahr anhatte und wo ich mir auch sicher bin, dass ich die diesen Sommer auch wieder trage. Oder wenn es eben der Anlass irgendwie zulässt. Und hier sind vor allem so Crop-Tops und sowas, was ich anhatte im letzten Jahr. Und nachdem ich es anhatte, bin ich mir sicher, dass ich das behalten möchte. Ich mag die Farbe von der Bluse echt gerne, vor allem auch an mir. Aber die knittert so unfassbar schnell. Und die müsste man eigentlich immer bügeln, aber ich habe gar kein Bügeleisen. Und selbst wenn ich eins hätte, hätte ich, glaube ich, keine Lust, ständig zu bügeln. Ich glaube, die ist auch ein Ticken zu klein mittlerweile. Kann ich mich von dir trennen? Eigentlich schon. Okay, ciao. Hier schon aussortierte Sachen. Das sind, glaube ich, zwei T-Shirts, die Bluse und das Dirndl. Das wird jetzt alles anprobiert und dann schauen wir mal, was noch passt. Und je nachdem, behalten oder aussortieren. Teil Nummer 1, dieser Jumpsuit. Ich glaube, den finde ich gut. Teil Nummer 2. Das hatte ich an, als ich für meinen Bachelor die Präsentation gemacht habe. Das war im Hochsommer, es war super heiß und das hatte ich an. Sehr professionell. Aber ich finde den eigentlich ganz cool. Ich glaube, der passt auch ganz gut. Der darf bleiben. Nächstes Teil ist der Jumpsuit. Ja, ich glaube, der darf bleiben. Oh, das wird schwierig. Das ist der letzte Jumpsuit, den ich besitze. Ich mag den nicht. Ich weiß, ich habe den mal auf dem Flohmarkt gekauft. Auf dem Bügel sieht er gut aus, aber an mir halt leider nicht. Der muss weg. Das ist gut. Erste Teil ist raus. Nicht lange drüber nachdenken. Ich habe gesagt, der geht und dann geht er auch. Ich glaube, es ist besser, nicht so drüber nachdenken. Bei dem Teil wollte ich einfach nur wissen, ob es noch passt. Und ich glaube, es passt ganz gut und hat auch eine gute Länge. Da gehört eigentlich noch ein Gürtel hier rum. Das mag ich ganz gerne für den Sommer. Ist eine schöne Farbe. Cool. Nächstes Teil. Also, das war jetzt ein bisschen Kampf, da reinzukommen. Das ist einfach zu eng. Oder ich habe so dicke Oberschenkel. Das ist auch so ein Kleid. Da darf ich nichts essen. Wenn ich ein bisschen esse, dann sehe ich schwanger aus. Nee. Ziehe ich nicht an, weil sobald ich es anziehe, denke ich mir, Bauch, hallo. Okay. Nächstes Kleid. So, dieses Kleid, das mag ich sehr gerne. Und erstmal macht es eine tolle Figur. Hallo. Das bleibt auf jeden Fall. Nächstes. So, was halten wir davon? Eine Strumpfhose. Das ist das klassische, ich bin zu der Weihnachtsfeier meines Unternehmens eingeladen Kleid. Weil das ist bequem. Sieht irgendwie ganz nett aus mit dem Glitzy-WC, aber man ist schön angezogen. Ein bisschen Wein. Ja, das darf auch bleiben. Wir gehen mal davon aus, dass ich irgendwann wieder einen Job habe.
wo man auf Weihnachtsfeiern eingeladen ist. Und auch, dass man auf Weihnachtsfeiern wieder eingeladen ist. Und die veranstalten kann. Okay, nächstes Kleid. Ups. Normalerweise mag ich diesen tiefen Ausschnitt nicht so an mir. Aber ich glaube, das ist ein Kleid, was gut anliegt einfach und auch mit kleinen Brüsten gut funktioniert. Und es schwingt so schön. Sehr gut. Das ist ein Kleid. Das habe ich bei Kleiderkreisel gekauft. Ich finde es eigentlich ganz cool. Das hat so Alice im Wunderland-Vibes. Aber es ist ein Ticken zu klein. Die Frage ist jetzt, schrumpf ich in naher Zukunft, sodass es mir ein Ticken besser passt? Oder ist es eh so uncool, dass ich sage, ich sollte es verabschieden und jemand anderen damit glücklich machen? Ich finde es ganz cool. Ich kann mir aber vorstellen, dass ganz viele sagen, oh, das ist ja ein schreckliches Kleid. Aber ich finde es ganz süß. Mit dem Kragen und so. Das ist jetzt der Moment, wo ich es sehr schätzen würde, wenn meine Mama so wie damals mit mir hier wäre. Früher hat nämlich meine Mama mit mir immer meinen Kleiderschrank ausgemistet. Also damals war ich, keine Ahnung, 10, 12 und ich saß auf dem Bett und sie hat so die Teile nacheinander rausgezogen und hat mich gefragt, magst du das noch oder ja oder nicht? Und ich konnte einfach sagen ja oder nein und dann wurde es entweder aussortiert oder ordentlich zusammengelegt und wieder in den Schrank gelegt. Oder sie hat gesagt, nee, das geht ja gar nicht mehr und hat es aussortiert. Das war entspannt. Und manche Sachen habe ich dann halt anprobiert, so wie jetzt. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist gut. Oder, das ist ganz schlecht. Also Mama, sag mal, yay or nay zu diesem Kleid. Ich würde das jetzt auch gerne machen mit ein paar Freundinnen. Jeder bringt so seinen Kleiderschrank mit. Man stellt sich eine Flasche Wein bereit und dann geht's los. Kann ich mir sehr lustig vorstellen. Aber zurzeit nicht möglich. Naja, dann halt digital. Also so, liebe Freundinnen, liebe Mama, yay or nay? Cute oder furchtbar? Hilfe! Ist es gut? Ist es schlecht? I don't know. Ich glaube, das darf vorerst bleiben. Und wenn ich es nächstes Jahr, also 2021, wenn ich es nicht anziehe, dann geht's. Aber es darf nochmal ein Jahr bleiben. Next one. Also, das ist ein Kleid. Das hat eigentlich den Ausschnitt hier so runter. Und diese Brosche gehört gar nicht dazu. Man sieht auch, dass ich die nicht optimal angebracht habe. Müsste, ja, ein bisschen schief ist das, ne? Ja, so, glaube ich. Naja, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich das hier mal wegmache und dann gucke, wie es ausschaut. Aber ich habe das Gefühl, ich habe keine Boobs, die das festhalten. Aber ich mag das, wenn das so einen coolen Rückenausschnitt hat. Das ist auch so ein Teil, da würde ich jetzt auch wieder irgendwen fragen, was machen wir damit? Dachte ich eigentlich, in das schlüpfe ich rein und sage, nee, das geht gar nicht. Aber jetzt habe ich es an, finde ich es eigentlich ganz cool. Aber ich glaube, das ist so eins, das beim Laufen hochrutscht. Wenn ich so mache, dann rutscht es mir ganz schön hoch. Wenn ich noch ein bisschen weiter so mache, dann rutscht es mir über den Arsch. Und ich glaube, das heißt dann einfach, es muss gehen. Dieses Kleid habe ich in Südkorea gekauft. Und ich weiß nicht warum, aber das ist ein Kleid, wenn ich mich da drin bewege, das rutscht nicht. Ich bin ja eigentlich kein Mensch, der oft und viel feiern geht. Aber wenn man ein Jahr nicht mehr feiern war, kriegt man schon Bock drauf, ne? Ich glaube, das wäre ein Kleid. In dem könnte man gut feiern gehen. Ja. Sehe ich mich. Feiern in dem Kleid. Das darf bleiben. Wie finden wir das? Ein bisschen glitzy. Das darf bleiben. Das Kleid war ein typischer, ich möchte nicht ohne etwas kaufen nach Hause gehen. Aber es hatte Hosentaschen und es war irgendwie ein Verkaufsargument, was für mich gezählt hat. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das finde. Es hat Kleidtaschen. Es kommt auch mal auf den Vielleicht-Stapel. Ich denke nochmal drüber nach. Ja. Hat hier so einen kleinen Beinmoment. Ich mag diesen Stehkragen. Ich glaube, das Kleid finde ich gut. Next one. So, nächstes Kleid, das hat ein bisschen Deo-Flecken. Und also erstmal in die Wäsche. Aber das hat nicht nur ein Beinmoment, sondern zwei. Das behalten wir. Noch ein schwarzes Kleid. Aber mit so einem flowy Rock. Hat ja auch so einen kleinen High-Low-Moment. Und es passt besser als gedacht. Eigentlich dachte ich, das passt mir gar nicht. Aber es passt voll gut. Cool. Gut. Nächstes Kleid. Also, das ist so ein
unnachgiebiger Stoff, das ist unfassbar. Ich kann mir so ein bisschen vor, als würde ich da drin wie ein Pinguin laufen. Wenn man nur so kleine Schritte machen kann. Jetzt bräuchte ich halt wieder jemanden, der sagt, yay oder nay. Was machen wir denn damit? Wir packen es auf den vielleicht Stab. Ich glaube auch lila ist nicht so meine Farbe. Nee, das passt nicht so richtig mehr. Gut, es ist wahrscheinlich auch schon 1000 Jahre alt. Ja. Als nächstes mein Abi-Kleid. So. Das war mein Abi-Ball-Kleid. Und ich gucke das an und denke mir, das ist furchtbar. Und dann denke ich mir, nee, aber irgendwie ist es auch cute. Frage ist nur, würde ich das noch anziehen? Also ich weiß, damals gab es rote Mappen, wo unsere Zeugnisse drin waren. Die waren genauso rot wie dieses Kleid. Ich weiß gar nicht, warum die rot waren. Ich glaube, weil die Mappen von der Sparkasse gesponsert waren. Cool, ich habe ein Kleid in Sparkassefarben. Na, Sparkasse, wie wär's? Braucht ihr jemanden, der bei euch arbeitet? Vielleicht bin ich eure Frau, ich habe schon das passende Kleid. Ich komme jeden Tag so. Ja, ich meine, zu so einem runden Geburtstag, wenn irgendjemand schicker feiert, würde es schon passen. Ich könnte es ja einfach mal aufheben. Behalte ich einfach mal noch. Ich meine, ich habe das andere weg, das Lila, dann kann ich das ja behalten. Und das ist der Grund, warum wir nur den halben Kleiderschrank machen, weil ansonsten würde ich das mit jedem Teil so machen, dass ich sage, ach naja, ich habe das weg. Dann behalte ich das. Und das und das und das. Wir sind durch mit den Kleidern. Jetzt mal zu meinen Röcken. Ich glaube, den finde ich gut. Der passt ganz gut. Farbe finde ich gut. Kombination mit dem schwarzen Top auch ganz gut. Hier ist mal ein Shot, wenn ich gut sag. Der darf bleiben. Der ist mir zu kurz. Wenn ich still stehe, dann ist es okay. Aber sobald ich halt was aufheben möchte, weiß halt jeder, welche Unterwäsche ich trage. Nee, den ziehe ich nicht an. Wann hatte ich den das letzte Mal an? Nee, der kommt weg. Ciao. Der hat eine gute Länge und ich mag den Sitz auch ganz gerne von dem. Der schwingt so schön. Den behalte ich. Next one. Okay, einfacher Schwarzer. Was soll ich dazu sagen? Ne? Den behalten wir. Den Rock habe ich schon sehr, sehr lange, aber ich ziehe ihn nie an. Ja, schon neckisch, ne? Aber da muss ich ihn auch anziehen. Das ist auch so ein Teil. Das kriegt so eine Jahresfrist. Wenn ich den bis zum Ende des Jahres nicht anhatte, dann muss er gehen. Ja, nix. Ja, der kriegt auch eine Jahresfrist. So, schwarzer Rock, ähnlich wie der rote. Finde ich auch ganz gut. Der ist vor allem auch ganz bequem. Sollte ich öfter tragen? Warum trage ich so selten Röcke? Ich finde die eigentlich ganz cool. Darf bleiben. Den finde ich auch ganz süß. Aber bin das noch ich? Ist das ein Style, den ich tragen würde? Ich glaube schon. Ich glaube nicht. Da habe ich gerade im Spiegel geguckt, jetzt finde ich den nicht mehr so cool. Aber auf die Entfernung sah der gut aus. Ich bräuchte jemanden, der mir hilft und sagt ja oder nein. Entscheiden wir später. Weiß ich nicht. Kommt auf den vielleicht hau. So. Gestreifter Rock. Ich mag den ganz gerne. Macht der einen schönen Booty? Okay, der darf bleiben. Ich muss nur mal die Röcke auch anziehen, die ich habe. Der hat hier auch so einen feinen Moment. Ich mag den Rock ganz gerne mit so einem Crop-Top, weil man den so schön hochziehen kann. Das ist auch so einer. Ich glaube, ich trage den noch diesen Sommer. Und dann ist er wahrscheinlich eh durch. Ja, kurze Hose, was soll ich sagen? Passt. Das ist die gleiche Jeans in einem helleren Jeans-Ton. Passt genauso. Man merkt, dass ich die nicht so oft anhatte. Die sitzt noch ein bisschen straffer. Ja, wird schon wieder Sommer, ne? Auch wenn jetzt gerade Schnee liegt. Ja, die ist halt bequem. Bequeme kurze Hose. Darf bleiben. Gut. Damit haben wir alle Unterteile, also alle Röcke, kurzen Hosen und Kleider. Dann kommen jetzt Blusen. Hat hier so Punkte und spitze Kragen. Die finde ich cute, die darf bleiben. Next. Finde ich aber eigentlich auch nicht schlecht mit dem Stehkragen. Einfach schwarze Bluse. Darf auch bleiben. Next. Noch eine schwarze Bluse. Kurzen Armen. Kann auch bleiben. So, dann haben wir das hier. Nee, ich glaube, ich habe einfach schönere Sachen im Schrank. Das darf gehen.
Okay, ein Teil weniger. Wuhu. Das ist auch eine Bluse, die ich schon sehr lange habe. Und die ich auch ganz gerne mag. Das ist eher so ein T-Shirt-Ding. Hier mit diesen Perlen finde ich irgendwie ganz cute. Das Muster hinten. Ja, können wir nochmal mitnehmen. Und wenn ich sie in einem Jahr nicht anziehe? Doch, die ziehe ich eigentlich schon öfters mal an. Ne? Ja, die ziehe ich schon öfters mal an. Die darf bleiben. Das ist so eine Bluse. Die sieht unter einem Blazer immer ganz gut aus. Aber die ist schon ganz lässig. Oder? Will ich mir das ein? Will ich mir ein, dass die lässig ist? Oder ist die wirklich eigentlich ganz cool? Ja, die darf bleiben. Das ist ganz cool mit den kurzen Hosen. Habe ich das im Sommer ganz gerne getragen eigentlich. Doch, die finde ich gut. Die darf auch bleiben. Nächste kurze schwarze Bluse. Die darf auch bleiben. Ich fand die mal ganz cool. Ich habe die auch eine Zeit lang sehr gerne getragen, aber ich glaube, diese Zeit ist jetzt vorbei. Ich dachte eigentlich, ich finde die nicht mehr gut. Jetzt, wo ich sie anhabe, denke ich mir, vielleicht finde ich sie doch gut. Behalten oder nicht? Ich lege die mal auf den Vielleicht-Stapel und dann gucken wir mal nochmal. Besser als gedacht. Am Anfang dachte ich jetzt, oh nee, nicht so. Aber jetzt vor dem Spiegel dachte ich eigentlich doch gar nicht mehr schlecht. Na, aber guck mal, so könnte ich doch direkt als Kellnerin irgendwo anfangen. So einem schicken Event. Ja! Schon mal ein Plan. Plan B, ne? Wenn man keinen Job findet, dann macht man Kellner an. Braucht man eine weiße Bluse und eine schwarze Hose, bin ich ausgestattet. Okay, darf bleiben. Schwarze kurze Bluse mit Glitzerkragen. Ich mag das vor allem mit einem Pulli drüber, wo dann der Kragen nur so rausguckt. Das finde ich auch ganz süß. Die darf auch bleiben. Fand ich mal ganz cool, ganz lässig. Aber ich glaube, das ist vorbei. Ja. Die ist raus. So, die ist auch so ein bisschen wie die vorher oversized. Die sitzt ein bisschen besser. Cooler als die vorher, deswegen behalte ich die. Und die davor, die kommt weg. Ja, die trage ich zwar auch nicht wirklich oft. Aber wenn man mal eine schwarze Bluse braucht, ne, dann ist man da doch ganz dankbar, wenn man sowas im Schrank hat. Und die passt ganz gut. Die darf auch bleiben. Es hat zum einen sowas von Holzfäller, aber zum anderen auch sowas Emo, Avril Lavigne, Billy Talent, Back in 2010 Vibe. Jeder, der so alt ist wie ich, wird verstehen, was ich damit meine. Alle anderen werden sagen, hä? Was will sie? Ja. Ich finde die nicht so verkehrt. Ich mag die eigentlich ganz gerne. Warum hatte ich die schon so lange nicht mehr an? Kriegt auch die Jahresfrist. Easy. Ich finde, darin sehe ich sehr, sehr erwachsen aus. So als könnte man mir vertrauen, so als wüsste ich, was ich tue. So, weiß ich auch nicht. Weiß auch nicht, was ich mache, aber so, wenn jemand so in der Klamotte zu mir kommt, dann denke ich, ja, Mann. Die weiß, wie der Hase läuft. Die weiß, was man tun muss. Die ist eine richtige Erwachsene. Ja, bin ich zwar nicht, aber. Ja, okay, ich finde die cool, die darf auch bleiben. Und damit sind wir durch. Yes! Jetzt räume ich hier auf und dann gucken wir mal, was ich tatsächlich alles aussortiert habe und was noch auf diesem Vielleicht-Stapel ist. Let's go! So, ich bin jetzt fertig mit Aussortieren. Zwei Teile haben nochmal eine Chance bekommen. Das ist zum einen diese Bluse. Die werde ich mal mich zwingen anzuziehen und gucken, wie ich sie finde. Und entweder behalte ich sie oder sie fliegt raus. Und das Kleid mit dem tiefen Ausschnitt. Mal gucken, was dann auch für Reaktionen auf dieses Video kommen, ob ich das behalten soll oder nicht. Der ganze Stapel, den ich aussortiert habe, den muss ich jetzt nochmal durchsortieren, quasi nach was man noch anziehen kann und was ich eventuell weiterverkaufen kann oder verschenken kann an Freunde, Familie, wer es möchte. Und das werde ich jetzt noch machen. Mein Kleiderschrank sieht jetzt deutlich leerer aus. Also hier sind halt ganz viele Bügel noch. Es sind ein paar Teile reingewandert, wo ich jetzt einfach gucken muss, ob ich die anziehe oder nicht. Also beispielsweise diese Bluse, wenn ich die jetzt das nächste Jahr, also in diesem Jahr nicht trage, dann fliegt die raus, genauso wie dieses Kleid. Wenn ich das nicht anziehe, auch wenn ich es cool finde, bringt es ja nichts, dass ich das in meinem Schrank habe. Deswegen werde ich da einfach mal durchgucken, ja, was ich anziehe und dementsprechend dann aussortieren oder behalten. Genau, wenn ihr sehen möchtet, wie ich die zweite Hälfte von meinem Kleiderschrank die nächsten Tage
aussortiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich habe, oder gebt dem Video einen Daumen hoch. Ich habe hier noch eine Kleiderstange, da sind Pullis, Blazer, Jacken, Hosen drauf und noch eine Schublade mit T-Shirts, die ich aussortieren würde. Dann würde ich sagen, ich mache mich jetzt an, hier den letzten Rest aufzuräumen. Bedanke mich, dass ihr zugeguckt habt und mir vielleicht ein bisschen Hilfestellung gebt, was ich behalten soll oder nicht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao! Ah.